Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das sind echt Hardcore-Fans, die noch wissen, was das ist. Oder Gummi. Yay! Wir haben schon zweimal Real Food or Gummy Food Videos gedreht. Gibt es heute einen neuen Teil davon? Wer hätte gedacht, dass wir die aufheben? Und wir haben auch vielleicht etwas dabei, wovon man die reale, die echte Sache nicht essen sollte, weil dann kommt man ins Krankenhaus. Lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns auch super gerne abonnieren. Einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken. Und wusstet ihr schon, dass wir einen zweiten YouTube-Kanal haben? Victoria Sarina Shorts. Unbedingt mal vorbeischauen. Entweder auf den Link in der Infobox klicken oder einfach Victoria Sarina Shorts in der Suchleiste eingeben. Wir haben unsere Zettelchen dabei, die werden jetzt gefaltet. Und dann sieht man auch von außen gar keinen Unterschied mehr. Es gibt Eis, es gibt Eis, es gibt Eis! Ich muss das echte Softeis kriegen. Ich hätte übrigens auch sehr gerne das echte Softeis. Alle Softeis auf dieser Welt stehen mir zu. Ich hab dann wohl Gummi. Ich habe eine ganze Packung Gummi-Softeis-Tütchen. Aber das ist kein Problem. Du darfst trotzdem mit mir mitkommen zum Softeis aussuchen. Ich brauche vielleicht eine Beratung. Vielleicht gibt es ja voll viele leckere Sorten und so. Wieso? Wieso? Ich habe mein Eis und ich habe mich entschieden für Himbeer-Vanille. Und ich habe meine Gummibärchen. Haben die eine Sorte? Das ist es übrigens. Und gerade ist einfach so ein sonniger, wunderschöner Tag. Deswegen bin ich ein bisschen eifersüchtig auf das Eis und habe eigentlich überhaupt keine Lust auf Gummibärchen oder Marshmallows oder Schaumzuckerzeug. Keine Sorge, das ist nicht so schlimm. Du darfst eh nur eines essen. Ich habe ja auch nur eins. Über diese Regel haben wir noch nicht gesprochen. Wenn ich schon kein Eis bekomme, will ich wenigstens die ganze Packung essen. Ich habe gerade so gar keine Lust auf das. Das ist sogar irgendwie zu süß gerade einfach. Ich will eine Pizza. Ich würde gerade auch lieber draußen sitzen, aber alle Bänke waren besetzt. Und im Stehen esse ich sicher nicht mal Eis. Habt ihr mich eigentlich schon auf Instagram abonniert? Ich bin da zurzeit sehr, sehr aktiv. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt. Ich heiße auf Instagram VictoriaVS. Alles zusammengeschrieben. Victoria mit K. Schaut vorbei, ich würde mich freuen. Ich habe einfach schon so Angst. Es wird scharf. Es geht um einen Jalapeno-Mix. Scharf. Wenn schon, denn schon. Ich nehme gleich ein zweites Glas. Gelbe Baby-Pfefferoni. Hört sich lieb und süß an. Scharf. Ich einfach hoffe, dass das Glück auf meiner Seite ist. Sarina wird real ziehen und ich bekomme das hier. Kann es aber auch sein, dass die auch scharf sind? Extra scharf. Was ist nun besser? Ich weiß es nicht. Hier an dieser Stelle beende ich das Video. Du kannst alleine weitermachen. Sarina ist sowieso voll die Angeberin. Sie sagt immer, oh, ich kann scharf essen. Oh, ich esse immer total scharf. Ist überhaupt kein Problem für mich. Werdet ihr schon sehen. Dann beweist das jetzt mal. Ich suche aus. Ich suche aus. Ich suche aus. Du darfst ziehen. Das. Real. Gummi für mich. Nein, ich hatte so viel mehr Angst vor Real. Ein Gummibärchen kann nicht so scharf sein wie eine extra scharfe, super Pfefferoni. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gewonnen hat und wer jetzt verloren hat. Lecker, lecker. Für jede Chili, die du probierst, probiere ich auch eine. Riech mal, wie das duftet. Oh, das riecht aber echt ganz lecker eigentlich. Weggesnackt. Jetzt schon scharf? Das ist scharf. Sehr scharf. Ausspucken ist verboten? Ja, strengstens verboten. Wie kann in sowas so viel scharf rein? Oh, die kommen schon, die Tränen. Da musst du jetzt durch. Die Frage ist, was machst du mit der restlichen Packung? Schenke ich meinem Bruder. Ich brauche ein Taschentuch. Ich habe leider nur zwei Gabeln. Oh, ich trockne meine Tränen. Ich finde diese Baby-Dinger süß. Aber ich glaube, das Jalapeno ist einfach noch schärfer. Ich habe schon Angst. Merkt man mir das an? Willst du das wirklich über deinem weißen Kleid machen? Schon passiert. Soll ich rot oder grün nehmen? Was davon ist denn schärfer? Rot! Was fragt sie so blöd? Oh, die ist groß. Ich glaube, angeblich sind ja die Kerne des Schafe. Rein damit. Einfach die ganze und dann, ich werde sterben. Zwei. Drei. Halt, stopp. Das ist so scharf. Mein ganzer Mund brennt. Feuer. Jetzt wird es schlimmer. Und der Nachgeschmack wird noch schlimmer. Sicher nicht. Das ist offen. Erst muss ein zweites Gummibärchen essen, dass ich davon abbeiße. Vielleicht neutralisieren die ja ein bisschen. Das Kleid. Es ist weiß. Bei dir so einen kleinen Tropfen abbekommen. Weißt du, ich merke gar nicht mehr, ob es scharf ist, weil mein Mund brennt einfach noch so vom ersten. Hast du gerade zu deinem Mundbrunnen gesagt? Nee, ich hab, mein Mund brunt, brennt. Es ist eine Mischung aus brennender Mund. Was trinkt man denn nach scharf? Ich habe gehört, Wasser ist ganz schlecht. Milch, ist es gut oder ist das auch falsch? Gut. Brot. Brot frisst die Schärfe von innen auf oder so. Kann ich das wieder zurück reinmachen? Ab die Post, rein damit. Braucht irgendeine Medizin. Es ist Zeit für Mittagessen.
Und heute zum Mittag gibt es Spaghetti! 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 Alles klar. Wir wollen beide die echten Spaghetti. Wir hatten jetzt genug Gummizeug und scharfen Pfefferoni. Und ich brauche jetzt Pasta. Wie lange mischst du schon? Bis du Stopp sagst? Stopp! No! Das ist so mein Glücksvideo! Du hast manipuliert! Nur Gutes für mich! Danke! Ich muss dich leider enttäuschen, ich war super lange nicht mehr einkaufen. Es tut mir wirklich leid. Und deswegen habe ich leider keine Tomatensauce. Das heißt, du hast die Auswahl zwischen Pesto oder Ketchup. Kann man das mischen? Kräuter Seitling Bio-Pesto. Das ist so ein Pilzpesto. Ich nehme das Ketchup. Du bist ein richtiger Feinschmecker. Wir haben übrigens Cola-Geschmack. Die sind sauer. Schmecken schon gut. Sind ja keine echten Spaghetti. Das ist echt viel. Bist du dir sicher, dass du das wirklich mit Ketchup essen willst? Wisst ihr was? Ich kenne noch so eine Sünde von Sarina. Sarina isst manchmal ihre Nudeln mit Maggi. Mit Maggi! Das ist katastrophal. Aber bitte, lass es dir schmecken. Ich will es nicht mehr angucken. Gib mir meine Ersatznudeln. Zum Nachtisch gibt es einen Obstsalat. Gummi oder real? Ich weiß nicht, was wo drin ist. Ich nehme das da. Okay, spannend. Real. Nach diesem ganzen Gummizeug finde ich ein bisschen Obst echt mal erfrischend. Ich bin nicht traurig. Du hattest gerade echte Spaghetti. Ja, ich hätte lieber Spaghetti gehabt, aber jetzt kriege ich Obstsalat. Obstsalat, Mission kann starten. Eigentlich mag ich keine Bananen, habe ich vielleicht schon erzählt. Aber im Obstsalat sind Bananen wichtig, weil die sorgen für die Süße. Ich serviere Ihnen Gummi-Obstsalat. Das sind ja Marshmallows. Und wie cool ist der verpackt? Wir sind Obstsalat to go. Als erstes eine Honig- oder Zuckermelone. Was ist noch schnell orange? Das ist eine Orange, du Schlaubi. Schafft doch kein Mensch, diesen ganzen Becher zu essen. Dann wäre mein Magen zugeklebt. Und wie sieht's da drüben mit deinem Obstsalat aus? Bist du schon fortgeschritten? Ich bin noch beim Schnippeln. Ich wollte dir gerade meine Hilfe anbieten, dann gehe ich wieder. Kannst du mir eine Schüssel bringen? Niemals! Hallo, du hattest Spaghetti. Gabel oder Löffel? Gabel bitte. Leute, kennt ihr noch den guten alten Kiwi-Trick? Man macht hier so ein Mix-Ding rein. Die ist ein bisschen zu fest dafür, Leute. Aber es geht. Hey, tada, hat man Kiwi-Stücke. Liebe diesen Trick. Das Messer schneidet einfach viel zu schlecht gerade. Es schafft nicht mal eine Apfelschale. Es ist nämlich Fakt, dass stumpfe Messer viel gefährlicher sind als scharfe Messer. Denkt mal drüber nach. Mit stumpfen Messer kann man leichter abkommen oder so, weil sie nicht gut schneiden. Und ein scharfes Messer schneidet halt super gut und dann passiert einem nichts. Klingt unlogisch, aber es war. Fertig! Mir ist gerade eingefallen, ich habe halt einfach Orangen vergessen. Das wäre für die Farbe eigentlich noch ganz cool. Und wird bestimmt auch lecker schmecken. Wenigstens habe ich die Blaubeeren. Lecker! Ich habe es jetzt mit meinem Obstsalat auf der Couch bequem gemacht. Gleich noch einen Film oder so angucken. Ich hoffe, der ist mir gut gelungen. Sehr, sehr lecker. Sehr erfrischend. Und die Banane rettet alles. Oh, ich habe Zettel vergessen. Eine Laugenbrezel oder Gummibrezeln. Nein, stopp, stopp, stopp. Side Fact. Ich liebe die. Bitte echt, bitte echt, bitte echt. Uah! Oh, oh, oh. Einmal hat Sarina nicht das bekommen, was sie sich wünscht. Da geht die Welt auch nicht von unter. Ich bin jetzt nicht so der große Brezel-Fan. Mal gucken, ob ich auf die ganze schaffe. Tauschen wir heimlich. Mm-mm, das zählt nicht. Aber ist schon erfrischend, mal nach den ganzen Gummibärchen. Es gibt verschiedene Sorten. Ist das vegan? Nö. Fühlt sich auch so an. Was soll ich Cooles machen mit einer Brezel? Sarina hat gesagt, mach irgendwas Cooles. Ein Kunststück oder so. Soll ich sie auf meinem Kopf fallen ziehen? Man spielt nicht mit Essen und man isst nicht mit vollem Mund. Man kann nur mit vollem Mund essen. Das sage ich immer falsch. Ich habe hier einen Blumenstrauß für dich. Aber hey, warte, ich weiß noch nicht, ob er für dich ist oder für mich. Wie gemein ist das denn? Hier 100 Euro für dich, aber vielleicht ist es doch für mich. Für den zweiten gibt es einen Trostblumenstrauß aus Gummibärchen. Wir werden beide gewinnen. Der sieht schon lecker aus. Aber der ist mega schön. Wenn ich die Wahl habe zwischen Essen und Nicht-Essen, ich nehme immer Essen. Oh, guck mal, ich verstecke die Zettelchen, den Blumenstrauß. Das ist wie so ein Liebesbrief. Und dann drehe ich das ganz oft. Und jetzt darfst du ziehen. Sehe ich auch manchmal, was in ihrem Kopf vorgeht? Ich hätte lieber Gummi. Ja,
Ich will. Du hast die echten Blumen gefallen, dir auch. Können wir tauschen? Das geht nicht. Darf ich euch was sagen? Ich habe die Blumen quasi schon besessen, weil ich habe sie gestern schon gekauft. Die standen schon einen Tag bei mir. Und jetzt hätte ich einfach gerne die Gummibärchen anstatt nochmal die Blumen. Die stinken auch ein bisschen. Es gibt stinkende Blumen. Jetzt im Ernst, riech mal. Das Grünzeug stinkt, glaube ich. Sie lügt. Vielleicht hast du eine Stinkenase. Sieht echt so ein bisschen aus wie ein Hochzeitsstrauß. Hallo. Wie packe ich denn das jetzt aus? Wie niedlich sind die? Denn da sind so kleine Blümchen. Und die schmecken auch noch so gut. Wie schmecken deine Tulpen so, Vicky? Man darf keine Tulpen essen. Noch ein Herzchen. Eigentlich noch nie jemand gesagt, dass man nicht in vollen Mund spricht. Und ein Blatt. Das ist anstrengend für meinen Kiefer. Hast du gerade 3 Gummibärchen gleichzeitig in deinen Mund gesteckt? Okay. Es geht in die nächste Runde. Gummipommes? Oder echte Pommes von Drive-In? Ich will bitte die echten. Die sehen aber auch nicht so schlecht aus. Darfst du ziehen? Ich kann es schon gar nicht mehr glauben. Hatte ich eigentlich irgendwann Glück in diesem Video? Dieses ganze Video ist verhext und ich habe schon bald einen verklebten Bauch. So viele Gummisüßigkeiten habe ich in letzter Zeit gegessen. Ich fühle mich sehr gut. Wenigstens kann ich schon mal anfangen und du musst noch wohin. Ich bin traurig. Ich will Pommes. Echte Pommes mit Ketchup, mit Salz. Ich hatte noch nie so heiße Pommes. Karma. Was ist denn hier los? Die sind halt frisch. Ich würde so gerne. Nein. Bitte. Nein, heute nicht. Na, habt ihr schon bei unserem zweiten YouTube-Kanal Victoria Serena Shorts vorbeigeguckt? Abonniert uns unbedingt, dort kommt jeden Tag ein neues Video. Bis zum nächsten Mal.